Kulinarik Wien. In Wien entstanden viele verschiedene Gerichte, die sich auf der Welt weit verbreitet haben. Unter anderem das weltbekannte Wiener Schnitzel, der Kaiserschmarrn und noch viele mehr. Jede dieser Speisen hat eine Entstehungsgeschichte. Das Wiener Schnitzel. Es wird behauptet, dass das Wiener Schnitzel eine Variante der Koteletta alla Milanese sei, die Feldmarschall Radetzky 1848 in Mailand kennengelernt habe. Als er 1849 nach Wien zurückkehrte, berichtete er dem Hofkoch begeistert von dem Rezept. Der Kaiserschmarrn. Eine Palatschinke wurde 1854 der österreichischen Kaiserin Elisabeth serviert. Dabei soll die Süßspeise beim Anrichten versehentlich zerrissen sein. Dies wurde später zum besonderen Merkmal. Erst danach wurde die Süßspeise Kaiser Franz Josef I. umgewidmet und Kaiserschmarrn genannt. Die Sachertorte. Die Geschichte der Sachertorte begann im Jahr 1832. Clemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich beauftragte seine Hofküche, anlässlich einer Festlichkeit seinen Gästen ein ganz besonderes Dessert zu kreieren. Weil der Chefkoch aber plötzlich krank wurde, musste der erst 16-jährige Lehrling Franz Sacher einspringen. Er schuf mit seiner Variation einer Schokoladentorte die Vorläuferin der heutigen Sachertorte. 12 Jahre später, als sich der begabte Lehrling selbstständig machte, wurde seine Torte als Schokoladentorte des Franz Sacher zum Verkaufsschlager und berühmt. Der Tafelspitz. Das Schwanzstück vom Rind wird in kräftiger Gemüsebrühe eingelegt und darin mehrere Stunden lang gekocht. Dazu werden Kartoffeln, Schnittlauchsoße und Apfelmeerrettich serviert. Das Gericht ist ein Wiener Klassiker. Es war das Lieblingsgericht von Kaiser Franz Josef I., der es in damals üblichen mehrgängigen Menüs vorzog. Das Gulasch. Gulasch ist ursprünglich ein ungarisches Gericht, das Anfang des 19. Jahrhunderts nach Wien kam. In Würfel geschnittenes, mageres Rindfleisch wird mit reichlich Zwiebeln und Wasser so lange gekocht, bis das Fleisch weich ist und die Soße wird mit Mehl gebunden. Der Kochvorgang dauert mehrere Stunden. Unter Gulasch verstand man zunächst einen Eintopf, der in einem Kessel über dem offenen Hirtenfeuer zubereitet wurde. Die Wiener Frankfurter. Die Wiener Würstel heißen in Wien Frankfurter Würstel. Normalerweise werden sie paarweise serviert. Ein einzeln serviertes Würstchen heißt Einspänner. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Einspänner, den es als Kaffee auch in traditionellen Wiener Kaffeehäusern gibt. Die Kaffeespezialitäten. 1683 standen die Osmanen vor den Toren der Hauptstadt Österreichs. Die Türken haben ein paar Säcke von Kaffeebohnen vergessen oder sie sich von den Wienern klauen lassen. So oder so soll das die Überlieferung der Wiener mit dem Kaffee gewesen sein. Wien ist auch bekannt für seine verschiedensten Kaffeespezialitäten. Der Mokka ist die Grundlage aller Kaffeesorten. Ein paar der bekanntesten Kaffeesorten Wiens sind der Fiaker, Maria Theresia, Kapuzinerkaffee, Kaisermelange und Einspänner. Die Wiener Küche hat verschiedene Ursprünge. Man findet dort verschiedenste Gerichte, die von Frankreich bis Ungarn überliefert wurden. Eigene Eindrücke aus Wien.